Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, den Witz hatten wir schon. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo wir waren. Flugzeug, guck mal, da steht Ford dran. Und das ist eine U-52, wie es aussieht. Ist die von Ford gebaut? Ich glaube nicht, oder? Hafen. Ach, da war der Junge. Genau, der will. Die Göre hat mein Portemonnaie. Und der will eine Fledermaus haben. Gut, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, das ist das Einzige, womit wir überhaupt noch interagieren können im Moment. Da liegt nichts Brauchbares drin. An der Rückseite war ein kleiner Schlüssel befestigt. Ach so, na gut. Gut, ich ziehe den Wecker damit auf. Das Uhrwerk läuft wieder. Der Alarm ist an und in ein paar Minuten klingelt's. Okay, ich leg den Wecker in den Abfalleimer. Mal schauen, was passiert, wenn er gleich klingelt. Ich bleib besser nicht direkt neben dem Mülleimer stehen, wenn der Alarm losgeht. Da hast du recht. Was ist denn das? Wer stört denn da die nächtliche Ruhe des Gouverneurs? Ich kann nichts machen gerade. Ja, ist das denn zu glauben? Wieso wirft jemand einen funktionierenden Wecker weg? So, das sollte ihn etwas von seinen Pflichten ablenken. Genau, das machen wir nur, damit jemand danach fragt. Kann ich jetzt den Ball nehmen? Nun aber nichts wie runter vom Rasen. Okay, prima. Dann schmeißen wir den Ball an die Katze. Bin gespannt, ob ich sie damit ablenken und von der Mülltonne weglocken kann. Mietz, Mietz, Mietz. Hol den Ball. Der Ball hat tatsächlich das Interesse der Katze geweckt. Aber nur kurz, solange er in Bewegung war. Okay, damit müssen wir wohl noch was machen. Ich bin ein verdammtes Genie. Wenn ich das Maßband an den Ball knote, habe ich ein lustiges, buntes Pendel. Hey, sowas kann man immer brauchen. Können wir das da dran tüsseln? So, kleines Mistvieh. Wollen wir doch mal sehen, ob du deinen tierischen Instinkten widerstehen kannst. Na bitte, Mensch überlistet Tier. Ich möchte nicht im Müll rumwühlen und ich muss es auch nicht. Hier war doch was mit den Fliegen da oben. Das wäre ein Versuch wert. Wenn der Blasebalg Motorenschmutz saugen kann, klappt das sicher auch mit Fliegen. Okay, sind die Leute noch da? Ja. Dann mal schnell wieder weg hier. So, können wir jetzt zu dem Jungen hin? Hallo, Hao. Hi. Schon eine Idee, wie du mir helfen kannst? Ich arbeite dran. Wie war das nochmal mit den Fledermäusen? Die mögen keinen Regen?
Oh Mann, hast du denn nicht zugehört? Den Fledermäusen macht so ein bisschen Regen nichts aus, aber den Insekten. Und wenn keine Insekten zum Jagen da sind, kommen auch die Fledermäuse nicht. Wär's da nicht besser, wenn du es morgen Nacht wieder versuchst? Vielleicht regnet's dann nicht. Ich hab gewettet, dass ich heute Abend eine Fledermaus fange, nicht morgen. Vielleicht hört der Regen ja noch auf. Ich sehe schon, die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut, dann lass ich mir mal was einfallen. Vielleicht schaffe ich's ja, die Fledermäuse irgendwie anzulocken. Und dann gibst du mir meine Brieftasche zurück. Das ist der Deal. Okay. Ich bin dann mal wieder weg. Die sehen nicht sehr einladend aus. Tja, wir haben ja diese Fliegen jetzt, ne? Die sehen nicht sehr einladend aus. Nein. So, ab in die Freiheit mit euch. Es klappt. Die Insekten schwirren nun um die Lampe. Hey, was machst du denn da? Du wolltest doch Insekten. Hier sind welche. Und das soll funktionieren? Vielleicht lockt das ja die Fledermäuse an und du kannst eine fangen. Ich weiß ja nicht. Zumindest steigen so deine Chancen, die Wette doch noch zu gewinnen. Ich denke, damit habe ich meinen Teil unserer Abmachung erfüllt. Na gut, dann lege ich mich mal auf die Lauer. Hier, deine Brieftasche. Waren ja wirklich nur ein paar alte Zettel drin. Ich hatte ein paar geschäftliche Probleme und... Hey, das geht dich in feuchten Kehricht an. Gib her. Viel Glück bei der Fledermausjagd. Danke. Ich werde gleich mal nachschauen, ob noch alles da ist. Was ich jetzt sage, ist eigentlich sehr traurig. Es fehlt nichts. Wieso? Ist doch gut. Da ist ja der Code für meinen Safe. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist natürlich schön. Sehr schön. Hey, Boss! Was gibt's denn, Gas? Die Kiste ist gleich startklar. Ausrüstung und Proviant habe ich auch verstaut. Was würde ich nur ohne dich tun, Gas? Denk einfach dran, wenn der nächste Lohnscheck fällig wird. Ich wünsche dir jedenfalls viel Glück. Wirst es brauchen. Danke, Gas. Gut, dann mache ich mich in ein paar Minuten aus dem Staub, wenn sonst nichts mehr anliegt. Geht klar. Mach dir ein paar schöne Tage. Sollte ich in 3 Wochen nicht zurück sein, musst du dir wohl einen neuen Job suchen. Ich denke, wir sehen uns. Ja, denke ich auch. Im Safe müsste eigentlich noch ein Foto von Yan Wang liegen. Hoffentlich hilft das Nian Xu, sich an ihn zu erinnern. Da ich den alten Kasten selten benutze, weiß ich die Kombination leider nicht auswendig. Aber sie steht ja auf dem Zettel in meiner Brieftasche, die ich zum Glück wieder habe. Ja, das heißt, wir müssen den Zettel da reinklicken, oder was? Ach so, okay. Alte persönliche Dokumente und Personalakten. Da müsste doch auch ein Foto von Yan Wang zu finden sein. Die Urkunden und Auszeichnungen aus meiner Zeit in der Armee. Ein Zeitungsartikel über die Hafenunruhen von 1932. Da steht, 8 Tote bei Unruhen im Hongkonger Hafen. Chinesische Hafenarbeiter hatten sich am Freitagabend im Victoria Harbor zusammengefunden, um ihrem Ärger über die schlechte Bezahlung Luft zu machen. Eine Einheit der britischen Armee wurde zum Hafen entsandt, um Ausschreitungen zu verhindern. Als die Situation daraufhin zu eskalieren drohte, erhielt der kommandierende Offizier den Befehl zum Rückzug, um eine gewalttätige Auseinandersetzung und damit verbundene Opfer zu vermeiden. Diesem Befehl kam der Offizier aus bisher ungeklärten Gründen nicht nach. Seine Soldaten eröffneten das Feuer und schossen wahllos in die aufgebrachte Menge. Dieser Vorfall rief in der chinesischen Bevölkerung große Empörung hervor und es gab im Anschluss zahlreiche andere Zusammenstöße, die zum Glück keine weiteren Opfer kosteten. Die britische Regierung bedauert die Vorfälle und lenkte im Streit mit den Hafenarbeitern mittlerweile ein. Den für die blutigen Zusammenstöße verantwortlichen Offizier hat man vorläufig vom Dienst suspendiert. Er muss sich mit großer Wahrscheinlichkeit wegen Befehlsverweigerung vor dem Militärgericht verantworten.
Warum habe ich diesen Mist bloß aufgehoben? Na bitte, die gesuchte Personalakte inklusive Foto. Nun kann mir Nian Xu hoffentlich sagen, wo Yan Wang heute wohnt. Okay. Ah, jetzt ist Gas weg. Dann scheint der Flieger ja startklar zu sein. Gehen wir nochmal in den Nachtclub und zeigen dem Typen da das Foto. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ich habe das Foto. Was denn für ein Foto? Na, das von Yan Wang. Ich sollte Ihnen doch ein Bild von ihm bringen. Mir? Kenne ich Sie überhaupt, junger Mann? Ah, warten Sie mal, Sie sind doch dieser Pilot. Das kann doch nur ein böser Traum sein, oder? Ja, ist schon gut. Verzeih einem alten Mann seine Späße, Jungchen. Na, dann gib mir mal das Bild. Ja klar, den kenne ich. Und wissen Sie auch, wo er jetzt wohnt? Ich hab dir doch gesagt, ich sag dir alles, was du wissen willst. Er ist ins Wanmui-Viertel gezogen und müsste in der Wing House Street wohnen. Vielen Dank. Das war's schon? Ja, das war's schon. Sie haben mir sehr geholfen. Vielleicht kann ich mal was für Sie tun. Ich muss jetzt los. Bis bald. Ja, bis bald, Peslock. Peslock. Katze sitzt da immer noch. Zu Huangs Haus. Also schön, das muss das Haus sein, in dem Yan Wang jetzt wohnt. Bin gespannt, wie er reagiert, wenn er mich nach so langer Zeit wieder sieht. Was haben wir denn hier? Da geht's zur Stadt. Mal sehen, ob ich hier Yan Wangs Wohnung finde. Auf dem Namensschild steht nicht Yan Wang, sondern Yan Xu. Ich störe diese Leute lieber nicht. Okay, das hier scheint Yans Wohnung zu sein. Oh. Fenton? Kim? Ich dachte nicht... Komm doch rein. Danke. Woher weißt du? Oh, war nicht leicht, euch zu finden. So ein alter Kauz hat's mir verraten. Er brauchte ein Foto von deinem Onkel, um zu wissen, wen ich suche, und... Ich verstehe nicht. Naja, ist nicht so wichtig. Ich weiß, es ist lange her, aber ist Yan auch da? Du weißt es nicht? Was weiß ich nicht. Was willst du? Ich wollte eigentlich zu deinem Onkel. Warum? Wird das ein Verhör? Ich möchte mit ihm reden. Warum jetzt? Wieso bist du nicht früher gekommen? Er hat so lange darauf gewartet. Hat er? Naja, besser spät als nie. Du kommst zu spät, Fenton. Onkel Wang ist vor ein paar Tagen gestorben. Nein. Doch, ganz plötzlich. Das kann ich. Es tut mir so leid, Kim. Was tut dir denn leid? Dass du sein Vertrauen missbraucht und mit ihm seit über einem Jahr nicht geredet hast? Es tut mir leid, dass dein Onkel tot ist. Ich habe sein Vertrauen nicht missbraucht. Hast du nicht? Und wie nennst du das? Was du getan hast, ist furchtbar. Und dass du uns nie von dieser Sache erzählt hast, dass wir es von jemand anderem erfahren mussten, war das kein Vertrauensbruch? Ihr habt zusammen gearbeitet, ihr wart Freunde. Und für mich hast du zur Familie gehört. Wie konnten wir uns nur so in dir täuschen? Jemand anderer erzählt euch etwas und ihr glaubt es einfach. Ihr lest etwas in der Zeitung und denkt, dass darin die Wahrheit berichtet wird. Nennst du das Freundschaft? Wir konnten es ja auch nicht glauben, aber als mein Onkel mit dir darüber reden wollte, hast du ihn einfach stehen lassen, anstatt alles zu erklären. Und was man dir vorgeworfen hat, war doch nachprüfbar. 8 chinesische Arbeiter sind an diesem Abend erschossen worden. Was hätten wir denn deiner Meinung nach glauben sollen? Du hast ja geschwiegen. Weil ihr euch längst ein Urteil gebildet hattet. Dein Onkel packte seinen Kram zusammen und ist nie wieder zur Arbeit erschienen. Und wieso hast du dich nicht mit ihm ausgesprochen? Das sind alles nur Ausreden. Entweder gab es nichts zu erklären oder wir waren es dir nicht wert. Kim, das stimmt nicht. Und wie konntet ihr mir nur zutrauen, ein Massaker zu befehlen? Ihr habt mich doch gekannt. Das dachte ich zumindest. Ich dachte auch, dass wir über alles reden und uns alles erzählen können. Über diese Sache kann ich aber nicht reden. Und weshalb bist du dann hier? Ich wollte Yan um etwas bitten. Und worum? Um die Aufzeichnung in seiner Tibet-Expedition. Das ist der einzige Grund? Ja. Ich verstehe. Wofür brauchst du die Aufzeichnungen? Das kann ich dir leider auch nicht sagen.
So, das kannst du mir also auch nicht sagen. Was denkst du dir eigentlich, Fenton Paddock? Du gehst jetzt besser. Kim, bitte. Diese Karten sind unheimlich wichtig für mich. Ach ja? Dann erklär mir, weshalb. Wenn ich dir vertrauen soll, dann vertrau du mir auch oder geh mir aus den Augen. Kim, ich will nicht, dass du in Schwierigkeiten gerätst. Hallo, Schätzchen. Oh, da habe ich wohl ein kleines Rendezvous gestört. Schätzchen? Sind Sie eigentlich noch ganz klar im Kopf? Halt die Klappe und hör mir genau zu. Ich will die Karten haben, die der alte Wuang auf seiner Tibet-Reise gezeichnet hat. Wo sind sie? Welche Karten? Und mein Onkel war nie in Tibet. Verschwende nicht meine Zeit, Mädchen. Sonst werde ich ungemütlich. Ich will alle Aufzeichnungen, die er aus Tibet mitgebracht hat. Und beeil dich. So muss ich dich auf meine ganz spezielle Art motivieren. Nun mach schon, gib sie mir. Alles in Ordnung? Ja, wer ist das? Mun Tong, Chef einer Triade. Hier, nimm seine Pistole und behalt ihn im Auge. Ich schau mal kurz raus. Wo er ist, sind seine Schergen meist nicht weit. Dachte ich mir doch. Zwei von denen bewachen den Vordereingang. Wie ich vermutet habe. Vor der Tür stehen noch zwei von denen. Warum will denn plötzlich jeder diese Karten? Wie bitte? Kurz bevor mein Onkel starb, tauchte Richard hier auf, dann du und jetzt diese Typen. Ich will wissen, was hier los ist. Richard? Hat Jen ihm die Karten gezeigt? Ja, das ist jetzt ungefähr 3 Wochen her. Und hat Richard die Karten mitgenommen? Nein, Onkel Wang hat ihm Kopien gemacht. Dann sind die Originale also noch hier? Ja, mein Onkel hat mir noch kurz vor seinem Tod gesagt, dass ich gut darauf aufpassen soll. Okay, ich werde dir später alles erklären. Aber jetzt müssen wir hier schleunigst verschwinden. Ab sofort sind die hinter uns her. Und meiner Erfahrung nach ist mit denen nicht zu spaßen. Was ist denn an den Karten so besonders? Keine Ahnung. Und das soll ich dir glauben? Das solltest du, ja. Du wirst es mir also erklären? Ja, versprochen. Das ist deine letzte Chance, Fenton. Danke, Kim. Und jetzt? Wir müssen einen anderen Weg aus dem Haus finden. Gibt's hier einen Hinterausgang? Nicht, dass ich wüsste. Ich war aber auch nur ein paar Mal hier und kenne mich im Haus nicht besonders gut aus. Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Irgendwie kommen wir hier raus, ohne dass die Typen uns sehen. Ja, schön. Ich musste echt mir gerade der mir das Lachen verkneifen. So, kleiner Bügel haben wir. Ich muss vorsichtig sein. Sie dürfen mich nicht sehen. Hier kommt man nicht weg, ne? Er hängt sehr weit vorn. Wenn ich mich über die Brüstung lehne, könnten mich die Triadentypen bemerken. Dann nehmen wir mal den Kleiderbügel. Der Haken des Kleiderbügels würde sich zwar zum Abhängen des Lampions eignen, aber leider ist der Lampion zu weit weg. Das ist schlecht. Dann brauchen wir wohl noch irgendwie was. Ein Stock oder so. Ein Tisch. Ich sehe nichts, was uns bei unserer Flucht helfen könnte. Nee, ne? Fliegt hier noch irgendwas rum? Die sind schon ein paar Wochen alt. Außerdem bin ich nicht zum Zeitunglesen hier. Ja, Entschuldigung. Bambusstab, perfekt. Ich will diese Leute nicht mit in die Sache hineinziehen. Kim und ich können uns selbst helfen. Der Kleiderbügel passt exakt in den Hohlraum des Bambusstabs. Wofür brauchen wir denn diesen Lampion? Ich denke mal, in dem Flur da hinten ist es sehr dunkel. Das sollte klappen. Ich muss aber trotzdem vorsichtig sein.
Können wir den vielleicht hier an diesen Nagel dranhängen? Hey, da ist ja ein Fenster. Ah, schon haben wir Licht. Ast rein.